Mein Name ist Matthias Aumann und ich begrüße dich jetzt in einer sehr privaten Folge. Ich nehme dich jetzt einmal mit, ein bisschen in ja mein Privatleben auf Instagram, auf ja Facebook. Ihr seht ja immer nur den kleinen Blick durchs Schlüsselloch. Also ich zeige das, was ich zeigen möchte. Aber jetzt rede ich einmal, wie ich Familie und vor allen Dingen Business unter einem Hut bekomme, so dass ich auch beide Seiten gerecht werde. Viel Spaß. Wer mich auf Instagram verfolgt, der sieht es, ich bin ja mehrfacher Vater. Also insgesamt haben wir 4 Kinder und noch einen Hund. Also das bedeutet, wir haben unheimlich viel auch in der Familie um die Ohren, was positiv ist. Und gleichzeitig baue ich hier gerade wirklich etwas sehr, sehr Großes auf. Ich führe über 220 festangestellte Mitarbeiter. Ich habe 3 Unternehmen, also das Restaurant hinterm Horizont. Hier Mission Mittelstand und auch noch mein Garten- und Landschaftsbauunternehmen, die auch mal grüner gehen. Mache hier und da auch noch Immobiliendeals und so weiter. Und dennoch kriege ich alles unter einem Hut. Und die Frage ist berechtigt, denn ich weiß, wie schwer es ist, wenn man hier oben diesen kleinen Tyrann im Kopf hat, der dir so ein bisschen das schlechte Gefühl gibt und diese kleine Stimme, die dir ins Ohr hineinflüstert, hey, du wirst deinen Kindern nicht gerecht. Hey, du solltest jetzt eigentlich zu Hause sein. Hey, ne? Und so weiter. Und zu Hause hast du vielleicht sogar noch jemanden, der dir die Hölle heiß macht, weil sie oder er nicht versteht, was du da treibst. Also, ich möchte ein bisschen Klarheit da reinbringen und ich nehme jetzt auch nicht Bezug auf Vollständigkeit. Ich bin ja jetzt hier kein Psychologe. Ich erzähle nur, wie ich es mache und wie es sehr, sehr gut für mich funktioniert, sodass alles klappt. Es sind für mich 3 Dinge, 3 Schritte, 3 primäre Punkte, die essentiell sind, damit du Familie und Business unter einem Hut bekommst. Der allererste ist die Wahl des richtigen Partners. Ja, okay, banal, Matthias, dafür habe ich jetzt eingeschaltet. Ja, genau dafür hast du gerade dieses Video angemacht. Die Wahl des richtigen Partners. Tony Robbins, eine amerikanische Management- und Motivationslegende, viele kennen ihn bereits vermutlich, macht ein Seminar, Date with Destiny. Und dieses Seminar heißt ja, Treff mit deinem Schicksal. Das ist ein Beziehungsmanagement-Seminar. Es geht darum, Mann und Frau, ja, wie können wir da miteinander besser kommunizieren? Das ist sehr, sehr teuer. Also 5-stellige Invest und du musst noch einmal um den halben Globus fliegen, zumindest dann, wenn du aus Deutschland kommst, denn er macht diese Seminare an schönen, inspirierenden Orten, denn er sagt, hey, du musst ein schönes Umfeld haben, damit du bessere Gedanken kriegst. Okay, du hast einen 5-stelligen Invest, du hast sehr, sehr viel Zeit, du fliegst um den halben Globus, sitzt auf dem Seminar, Tony Robbins kommt auf die Bühne und sagt, 90%, 90% sind Vorleistungen gewesen. In den nächsten 7 Tagen kümmern wir uns um die letzten 10%. Ja, und dann fängt das Getuschel und das Gerede an und sagt, haben wir was hier, was haben wir nicht gelesen? Hast du eine E-Mail nicht? Und Moment, behave, beruhigt euch. Ja, 90% sind die Wahl des richtigen Partners. Das bedeutet, wenn die Persönlichkeiten oder wenn die ja, Menschen miteinander nicht wirklich zusammenpassen, dann bringt es doch nichts. Machen wir uns da nichts vor. Nochmal, ich nehme da keinen Bezug auf die Vollständigkeit. Das ist meine Ansicht auf diese Dinge. Dann bringt es doch nichts, sich immer wieder irgendwo hinzusetzen, Konflikte probieren zu lösen und nächste Woche haben wir das wieder, das gleiche Thema. Und wir fangen wieder an, diese Sitzung zu machen. Warum haben wir hier Stress? Also 90% sind immer die Wahl des richtigen Partners. Und deswegen, du musst jemanden haben an deiner Seite, der absolut versteht, was du da machst. Denn wenn du Unternehmer bist, Unternehmerin bist, dann bist du gerade auf dem härtesten Spielfeld dieser Welt zu Hause. Und es gibt Tage, da ist das wirklich energieaufreibend, da ist das kräftezehrend, da hast du manchmal Tage, da drückt dich das Leben so ein bisschen runter. Und vermutlich weißt du genau gerade das, was ich da ausspreche. Du kennst diese Tage und wenn du dann jetzt auch noch zu Hause jemanden hast, der dir die Hölle heiß macht, weil du schon wieder zu spät nach Hause gekommen bist. Hey, du hast auf einmal gerade einen Zwei-Fronten-Konflikt hier auf der Arbeit und auch noch hier zu Hause und du bist in der Mitte und du wirst dich verlieren. Also nada, es wird nicht funktionieren, keine Chance. Deswegen, die Franzosen, wenn sie einen erfolgreichen Mann sehen, dann sagen sie immer, cherche la femme. Das bedeutet, such die Frau, weil sie wissen ganz genau, okay, die Frau kompensiert gerade die Schwächen des Mannes, ja, die er nicht hat. Such die Frau. Also, erstens, die Wahl des richtigen Partners. Du brauchst jemanden, der deine Ziele versteht. Zweitens, dann erkenne auch die Rollen in der Beziehung an.
Es gibt Rollen, ich weiß, das hört sich sehr, sehr klassisch gerade an und ich höre es vermutlich jetzt gerade schon tickern, die Kommentare, ja. Aber am Ende des Tages, ich brauche doch jemanden, der ganz genau weiß, ja, wie ist meine Rolle in der Beziehung, ja, und wie ist meine Rolle in dieser Beziehung, welche Aufgaben habe ich. Nur dann können wir uns auch aufeinander verlassen. Meine Ansicht der Dinge. Denn wenn auf einmal beide Seiten vielleicht Karriere machen wollen, ja, wo trefft ihr euch denn dann nur noch? Wahrscheinlich nicht zu Hause, weil beide nur unterwegs sind. Also das bedeutet, jeder muss eine Rolle in meinen Augen in einer vernünftigen, guten, intakten Beziehung haben, ja, damit dieser auch wirklich funktioniert. Also die Rollen, die müssen klar formuliert sein. Wer macht was in der Beziehung? Weil sonst wird man sich verlieren. Also Punkt 1, die Wahl des richtigen Partners und kenne deine Rollen an. Kenne deine Rollen an. Und ich glaube, wenn wir nur das haben, dann läuft die Beziehung erstmal viel, viel runder, harmonischer, viel, viel. Man hat Verständnis füreinander. Denn der zweite Punkt ist, du brauchst dann ähnliche, gleiche Ziele, damit du ähnlich in eine gleiche Richtung schaust. Denn verliebt zu sein bedeutet ja nicht, sich ganze Zeit irgendwie jetzt nur ganze Zeit, ja, heiß zu finden. Natürlich, das ist ja mal gut, ja. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Aber irgendwann heißt es auch, in die gleiche Richtung zu schauen. Und das ist viel, viel wichtiger langfristig, dass man in eine gleiche Richtung schaut. Und dafür brauchen wir jetzt Verständnis. Also Punkt 2, gleiche Ziele. Gleiche Ziele, damit wir in eine gleiche Richtung schauen, oder zumindest ähnliche Ziele. Und damit wir auch Verständnis haben für die Handlungen des anderen. Und noch wichtiger, wir können uns dann gegenseitig unterstützen. Bei uns zum Beispiel haben wir in der Küche, am Kühlschrank, ja, unsere Ziele ausgedruckt, aufgehangen mit Bildern, betitelt, was meinen wir damit? Und hey, wir sind jeden Tag mehrfach am Kühlschrank und hey, dann sehen wir doch die Ziele des anderen und wir haben auf einmal mehr Verständnis dafür. Wir wissen, wofür wir Dinge tun oder wo wir vielleicht den Partner dabei unterstützen können. Und das ist doch so enorm wichtig, Verständnis. Und das Wichtige, wir leben den Kindern auch etwas Gutes vor. Ja, also das bedeutet, sie sehen, dass wir auch Ziele haben, wir arbeiten dafür und Achtung, auf einmal bekommen die Kinder auch Ziele. Und dann heißt es, Papa, dürfen wir auch so eine Bilder am Kühlschrank hängen von uns? Ja, natürlich. Was wollt ihr denn machen dieses Jahr? Ja, jetzt fängt man an, dann Fantasien zu spinnen und ja, Ziele zu machen und dann kommt der beste Torwart in der Stadt zu werden raus zum Beispiel. Hammer. Also genau darum geht's doch. Und jetzt kannst du wieder auch deine Kinder besser unterstützen. Also ich glaube, das Wichtige ist, gleiche Ziele, gleiche Richtung und dadurch Verständnis schaffen. Und die dritte Sache dann, die Prioritäten setzen. Es bringt nichts, wenn du so halb-halb irgendwo alles machst. Und halb-halb, damit meine ich ja, wenn du eigentlich gerade in einem wichtigen Business-Meeting sein sollst, aber die Gedanken sind nur zu Hause, weil du hast ein schlechtes Gewissen. Du hast keine Prioritäten gesetzt und dieses Gefühl ist so schlimm, denn es zeigt ja, dass du Opfer von Umständen bist und du fühlst dich dann machtlos und das ist fatal für dein Selbstwertgefühl. Also du darfst dich niemals labeln als Loser, weil du jetzt Opfer dieser Umstände bist. Also Prioritäten setzen, okay. Du bist gerade bei deinen Kindern, dann sei bei deinen Kindern. Du bist gerade bei deiner Family, dann mach nur da was. Und höre auf, ganze Zeit nur das Handy zu kontrollieren, ja? Zweite Sache, du bist auf der Arbeit, okay, dann sei bei der Arbeit, ja? Gedanklich wie körperlich auch anwesend, ja? Also halb-halb heißt so ein bisschen, eigentlich müsste ich gerade hier sein, aber ich bin noch so halb mit dem Kinderwagen am Schieben und doch hier im Meeting, das macht doch keinen Sinn. Also die Prioritäten setzen, ich glaube, das ist wichtig. Und Achtung, schau immer, was ist wirklich wichtig bei der Prioritätensetzung. Also was ist gerade wirklich wichtig für die Familie? Ein Beispiel, wenn dein Sohn ein wichtiges Fußballspiel hat oder wenn deine Frau einen ganz, ganz wichtigen privaten Termin hat oder auch dein Mann, egal wer, dass du dann auch dann für ja, sie da bist, um ja, ihr oder ihnen auszuhelfen, also zeitlich gesehen. Weil ich meine, wenn du jetzt Kinder hast, dann muss ja jemand da einspringen. Also unterscheide immer, was ist wirklich dann wichtig und wann musst du wirklich da einspringen und setze danach dann auch deine Termine. Also so mache ich das und das ist wahnsinnig gut. Also die Prioritätensetzung auch im Unternehmen ist wichtig. Also wenn wir jetzt wieder Business sind und da die Prioritäten setzen, höre auf, einfach diese Dinge zu machen, die dringend sind, aber die sind nicht wichtig. Ja,
Denn wenn Dinge dringend sind, okay, dann sind sie gerade anscheinend dringend, aber sie sind deswegen nicht wichtig. Das bedeutet, du musst sie ja nicht machen, denn nur die wichtigen Dinge, die bringen dich ja näher an dein Ziel. Und wenn du jetzt einfach nur mal schauen würdest, wie viele Dinge du den ganzen Tag machst, sie scheinen dringend. Ach, mein Telefon klingelt gerade. Ah, okay. War das gerade wichtig? Nein, es war dringend, weil es hat ja geklingelt, aber es hat dich kein Stück jetzt gerade dein Ziel näher gebracht. Und damit meine ich, eliminiere alle Zeitfresser, alle Zeitdiebe, die dir einfach so irgendwo gedankenlose Dinge, die du den ganzen Tag machst, ja, Broschüren, Blätter, Engelbert und Strauß, ach, neuer Katalog, hey, das ist sowas von überflüssig. Also lieber Prioritäten setzen, die wichtigen Dinge im Unternehmen machen, die wichtigen Dinge in der Familie machen, so, und dann hast du auch noch Zeit für dich. Also am Ende des Tages, die Prioritätensetzung ist dann das A und O. Denn dann hast du nicht irgendwo hier deine Stimme, die dich ein bisschen so fertig macht. Ja, also jeder kennt das. Wir haben ja hier eine Stimme und da eine Stimme, eine aufbauende und eine ja, zertrümmernde, eine torpedierende Stimme. So, und du musst dann auf die richtige Stimme hören. Und deswegen ist es so enorm wichtig, Prioritäten zu setzen und dann diese Dinge einfach zu machen, die im Kalender stehen. Und dann diese anderen Dinge zu machen, wenn sie dran sind. Aber nicht beides so halb. Also drei Dinge. Die Wahl des richtigen Partners, gleiche Ziele, gleiche Werte, gleiche ja, Verständnis dafür zu bekommen, in eine gleiche Richtung zu schauen. Und die dritte Sache, dann die Prioritäten setzen. So, und so händel, so handhabe ich es. Also ich meine, es läuft verdammt gut. Was soll ich sagen? Ja, also wir kriegen alles irgendwo unter einem Hut. Und manchmal kommen natürlich auch die Kinder mit in die Company, mit in die Firma. Und das ist auch cool, freue ich mich auch. Also, diese drei Dinge sind wichtig. Und nochmal, mir ist eins auch klar. Das hat jetzt hier nicht den Anspruch auf eine Vollständigkeit. Es gibt bestimmt tausende andere Kniffe und Tricks und irgendwelche Wissenschaftler und Paartherapeuten raunen jetzt gerade die Stirn, so einen Unfug. Ich sage nur, was für mich verdammt gut funktioniert, was mehrere hunderte, manchmal auch tausende Partnerbetriebe, also auch bei diesen Themen sind wir irgendwo immer tief drin, weil am Ende des Tages, hey, du hast immer deine Beziehung irgendwo auch mit auf dein Unternehmen, denn die Frau oder der Mann da nicht mitmacht, nicht unterstützt, wird es automatisch auch immer irgendwo ein Thema im Coaching. Und ich gebe auch da diese Tipps weiter, und es funktioniert da auch wahnsinnig gut. Ich würde dir Folgendes vorschlagen. Wenn du sagst, okay, ich brauche einfach Unterstützung, ich brauche mehr Zeit. Du brauchst dann Systeme. Du brauchst ja irgendwo mehr Freiheit. Okay, dann brauchst du vielleicht auch mehr Umsatz, damit du dir Zeit freischaufeln kannst. Genau da greift ja das Mission-Mittelstand-Konzept ein. Also das bedeutet, wir helfen ja den Unternehmen dabei, bessere Systeme zu schaffen, mehr Umsatz zu erwirtschaften und mit besseren Mitarbeitern auch ja alles zu automatisieren. Genau darum geht's. Und wenn du das hast, schau mal her, dann hast du auf einmal wieder viel, viel Zeit für die Familie. Ja? Und der schönste Satz zum Abschluss, denk immer daran, du hast mehrere Chancen, Karriere zu machen. Aber ein Kind hat immer nur einen Vater.